Sie gelten ja eher als Maskenskeptiker. Hat die neue Maskenpflicht in den Supermärkten eigentlich in den letzten Wochen irgendwelche nachweisbaren Auswirkungen? Wir haben in Österreich bislang nicht nachweisen können, dass die Einführung der Maskenpflicht, was wir jetzt zweimal gehabt haben, irgendeinen Effekt hat auf den Verlauf der Inzidenzen. Und wir haben auch nicht zeigen können, dass das Aufheben der Maskenpflicht, was wir auch schon bei der Lockerung gehabt haben, irgendwie sichtbare Spuren gezeichnet hat. Auch nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Auch nicht. Wir haben in Österreich Gott sei Dank noch keine Ausbrüche, die auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzuführen sind. Wir wissen mittlerweile aus Studien aus China, dass selbst wenn Sie neben jemand sitzen, der die Infektion hat, im Zug nur 1% der betroffenen Nachbarsitze sich infizieren. Wir wissen, dass in Bussen im Ausland natürlich Übertragungen stattfinden. Aber hier, wie gesagt, ist das bei uns nicht das Problem. Es scheint schon so zu sein, dass ich einen engen Abstand brauche und 15 Minuten reden. Tröpfchen produzieren, reden, schreien, singen, das ist das Wesentliche. Also das Risiko, sich im Gasthaus anzustecken, geschweige denn von der Diskothek, da ist ein Riesenunterschied zum Aufenthalt in einem öffentlichen Verkehrsmittel.